nach der Ausbildungszeit, das war ungefähr die Hälfte der Militärzeit, war die Entscheidung zu treffen, ob ich an eine andere Einheit versetzt werde. Insbesondere war der Vorschlag gegeben worden, dass ich mich als sogenannter ROB bewerbe, das heißt als Reserveoffiziersbewerber. Und da hätte ich natürlich von meiner angestammten Einheit weg müssen. Ich hatte aber sehr gute Kontakte und Kameradschaftlichkeit mit den übrigen Kameraden, die sich sehr wohl entschlossen haben, bei der Altmannschaft der Einheit zu bleiben. Und so kam eben meine Entscheidung dahingehend, dass ich eben bei dieser Einheit verblieb. Und eine andere Überlegung gab es auch dabei. Es ging immer mehr der Zeit entgegen, wo vor allem die Militäreinheiten der Russen aus dem Osten vormarschierten und immer mehr in die Nähe der österreichischen Grenze kamen. Und da musste man abwägen, ob es Sinn hat, sich zu verändern, wo man einigermaßen das Gefühl hatte, dass man wie die momentane Lage dort, wo ich stationiert war, bei der alten Einheit als Angehöriger der Altmannschaft eben dort zu verbleiben. Und dieser Entschluss wurde dann eben Realität. Ja, und wolltest du noch was sagen wegen meinem Bruder, der, wie ich dir schon erzählt habe, in eigentlich ziemlicher Nähe war zu dieser Zeit eben. Ja, auch in Kriegsgefangenschaft praktisch dann. Nein, ursprünglich war seine Einheit, er war bei den Gebirgspionieren, die war eigenartiger oder fast unverständlicherweise vom Osten, von der russischen Front nach Italien versetzt, ungefähr im Raum von Venedig. Und da habe ich sogar einen Kontakt mit meinem Bruder Franz gehabt, in der Ort, also vom Briefverkehr. Und der letzte, also fast erschütternde Brief hat beinhaltet, dass er im Rundfunk gehört habe, dass Fürstenfeld unter schwerem Beschuss der russischen Artillerie steht und er sich anscheinend Gedanken gemacht hat über unsere Eltern, wie es ihnen wohl
sagen wir, in einer Entfernung von Fürstenfeld von etwas über 10 Kilometer bis denen ergehen wird, ob sie wohl noch am Leben sind. Und als nächsten Satz fügte er ungefähr so dazu, dass er meinte, ich spreche dir dafür, wie ihm jetzt eine schwere und ungewisse Situation ist, als Jüngerer mein Beileid aus. Wer von euch beiden ist eigentlich früher wieder nach Hause gekommen? Ja, entschieden früher der Bruder. Ja. Ist ihm besser ergangen? Ja, der wohlgenährt nach Hause kam, wogegen meine nach der Heimkehr aus der Kriegsgefangenschaft gemachten Fotoaufnahmen ein anderes Bild oder einen anderen Eindruck vermitteln. Mhm. Es gibt überall Soldatenfriedhöfe. Gibt es auch noch Gedenkstätten in diesen ehemaligen Gebieten? Also praktisch, dass man heute noch Spuren finden kann, wenn man auf Spurensuche geht. Ja, also von meiner Einheit, also von der Gebirgsartillerieeinheit, gibt es keinerlei Grabstätten, weil ja die einzige Kampfhandlung, in die wir beteiligt sein mussten am Ende des Krieges oder kurz vor der Kapitulation, die ja in Italien früher stattgefunden hat, als es in Österreich war. Circa eine Woche haben dort die Angehörigen der deutschen Wehrmacht also früher kapitulieren müssen. Es gibt also Aufzeichnungen über andere Soldaten oder von anderen Soldaten, die auch sich dort befunden haben und an diesem Marsch teilgenommen haben. Das hast du mir, glaube ich, gesagt, da gibt es was im Kärntner Geschichtlichen Archiv? Also das wäre da nachzulesen? Ja, es gibt Publikationen, ja. Und wer das Bedürfnis hat, noch das nachzulesen und nachzuforschen, ja, dem steht das zur Verfügung. Also jedenfalls, wenn man da den Tod schon vor Augen hat und dann geht's Leben doch weiter, wie findet man sich da mit all diesen Schocks dann ab, weil es nicht anders geht, oder? Also wie hast du dann die Zeit danach erlebt, das erste eines Jahr? Eines war ja die jugendliche oder junge Unbekümmertheit, die der Mangel oder das Nichtvorhandensein einer Ahnung, was einem tatsächlich bevorsteht. Es war auch nicht mehr nachzuholen. Das kann man, die Jugend kann man nicht nachholen. Ja, die Jugend kann man nicht nachholen, nur wenn man überlegt, was das Positive daran war, an den Jugendverlust, das war eigentlich das, dass wir eben, sagen wir, nicht abschätzen konnten und vielleicht
etwas leichter genommen haben. Ich denke zum Beispiel an ältere Kameraden, die zu Hause auch Eltern hatten wie ich, aber die hatten Kinder auch, ja, die haben an ihre Familie gedacht. Ich glaube, dass eben junge Menschen, sag mal, leichter zurechtfinden mit dem, wie, sagen wir, alte Leute waren sehr verzweifelt. Und dann haben wir etwas bemerkt. Es gab ein Zusammenhalten eigentlich untergleichen. Ich meine jetzt altersmäßig. Die Jungen scharten sich zusammen. Ich habe Kameraden in Erinnerung, die wirklich, sagen wir, sehr gut zusammengehalten haben. Dasselbe war bei den Alten, auch wenn ein paar Alte dabei waren. Auch die haben gesagt, ja, und da gebrauche ich jetzt ein sehr böses, wahres Wort. Ein alter Herr aus der Steiermark hat gesagt einmal, uns Jungen, also sicher, was wir dort in der Mehrheit vielleicht beisammen waren, ihr Jungen werdet schon sehen, ihr werdet alle verrecken, aber wir Alten, die werden uns schon durchbringen. Und was war die Realität? Dieser Mensch hat nicht lange mehr als Gefangener gelebt. Er war zu gierig in allem, hat Menschen, also Kameraden, die nicht mehr essen konnten, die ansteckende Krankheiten hatten, die ihr Brot, das bisschen Kuckrutzbrot, das sie bekommen haben, nicht essen konnten, das hat dieser betreffende Kamerad gierig genommen, egal wie mit Krankheitskeimen befallen dieses Stück Brot hatte. Ja. Dann war noch eine große Gefahr, dass nicht sich beherrschen können vor der Rauchleidenschaft. Da wurden Kippen, also die weggeworfenen Chic, die irgendwo auf der Straße zu sehen waren, aufgelesen und wurden dann weiter verwendet zum Rauchen. Manches Mal waren es angefangene Zigaretten, die haben gleich diese angezündet, ohne zu wissen, wer das vorher im Mund gehabt hat. Ja, und eigenartigerweise noch ein Satz dazu von mir, was auch wahrheitsmäßig, sagen wir, zu beweisen wäre aus vom Bekannten. Ich habe zur Zeit, wo ich gefangen wurde, geraucht. Und von Anfang an, wie ich gesehen habe, dass die Kippen oft von Viehmist, von Pferden und dergleichen auf der Straße aufgelesen wurden und weiter eben für Rauchzwecke verwendet wurden, da habe ich mir gesagt, also das muss und darf nicht sein, also ich will mich so einer Gefahr nicht aussetzen.
Und hat man danach eigentlich nicht trotzdem einfach Albträume, dass das doch immer wieder kommt, die Erinnerungen? Ja, die kommen schon, aber zum Glück kommen sie mit der Zeit vereinzelter, aber ganz werden sie nicht wegbleiben. Ja, das ist so. Besonders, sagen wir, zur Zeit psychischer Belastung in irgendwelchen Ort kann das verstärkt auftreten. Aber man hat ja jetzt, sagen wir, sein geordnetes Leben und schöne Gedanken am besten abends beim Einschlafen, dass man überdenkt hat, sich zumindest drei Dinge oder Erlebnisse zusammensucht, also die als gelungen zu betrachten sind. Also das garantiert dann noch am ersten an einigermaßen guten Schlaf. Meine letzte Frage zu dem Thema, und zwar war das, hat der Glaube für euch da eine Rolle gespielt oder das Gebet, dass man da geschaut hat, dass es Kraft gibt? Also hat es manchen geholfen? Kann man das irgendwie sagen, gefühlsmäßig? Das unbedingt. Ja. Ja, ich denke, an eine Weihnachtsfeier, die wir als Gefangene in der Nähe von Sadar in Balkanyats, dort wo eben so viele Kameraden ihre letzte Ruhestätte finden mussten. Dort haben wir, ja, was fällt mir da alles ein, da haben wir geschaut, dass wir zu irgendetwas gekommen sind. Für Weihnachten haben wir uns sogar Kraut geholt auf einen Acker. Ja, es war nicht unser Acker, aber wir haben das Kraut dort geholt. Und da haben wir das zu Sauerkraut gemacht. Das war eigentlich unser zusätzliches Weihnachtsessen. Na und da komme ich jetzt zu etwas. Wir haben auch Weihnachtslieder gesungen, ja, im Sinne des Glaubens. Und da fällt mir ein Text ein, da haben wir eine Strophe abgewandelt von Süßer, die Glocken nie klingen. Als dritte oder irgendwelche Strophe. Ich werde schauen, ob ich jetzt singen kann. Schweiget ihr Männer und lauschet, höret, was ist denn zu hören? Weihnachtsgeläute erklinget über das Meer her von fern. Glocken der Heimat, die rufen dir zu. Glocken der Heimat, die rufen dir zu. Friede den Menschen auf Erden, heimkehren wir's balde.